Letzte Woche habe ich einen interessanten Fall diskutiert. Ich habe gezeigt, dass auch wenn Obermatt genau gegenteilig ist von dem, was Sie in der Finanz und Wirtschaft lesen, dass Sie trotzdem beides verwenden können. Und zwar analysiert Obermatt nur die Vergangenheit, nur die Finanzfakten ohne subjektive Urteile und alle anderen Medien, die Sie oder auch Ihre Berater, die Sie kontaktieren, um Ihre Fragen zu stellen, analysieren die Zukunft. Und mit Obermatt und Ihren anderen Quellen können Sie sich selbst ein Bild über die Zukunft machen, denn Sie wissen, wo das Unternehmen steht. Und jetzt möchte ich Sie darauf hinweisen, wo gibt es Probleme, wenn man nur auf die Vergangenheit schaut. Wo hilft Obermatt weniger? Und das ist immer dann der Fall, wenn nur die Zukunft zählt. Und wo zählt nur die Zukunft? Es gibt zwei Hauptorte, wo nur die Zukunft zählt. Und das ist Hightech, also die Technologieunternehmen, die Wetten auf die Zukunft abschließen, wie eine Facebook, eine Google zum Beispiel. Und das zweite Gebiet ist Biotechnologie, also Unternehmen, die Medikamente entwickeln für die Zukunft, wo alles, was dieses Unternehmen je an Wert generieren wird, in der Zukunft liegt. In diesen beiden Situationen sind die Obermatt-Ränge nicht ein guter Indikator für eine Anlage und trotzdem wollen Sie vielleicht in diese Gebiete investieren. Ich rate Ihnen aber eher wenig, Hightech und Biotech zu kaufen, denn das sind ganz gefährliche Bereiche, die sehr schwer zu beurteilen sind. Wenn Sie das trotzdem machen, dann empfehle ich, Berater beizuziehen, das sich selber darüber ein Bild zu machen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.